Hallo Leute und willkommen zur 30. Folge von Trash or Treasure. Heute mit dem Spiel Trine oder Trine oder was weiß ich. Ihr seht schon, das Spiel ist ein bisschen nicht breit gezogen, ein bisschen zusammengestaucht. Und bei mir ist es trotzdem über den ganzen Bildschirm, aber ich weiß nicht, warum OBS das so macht. Vielleicht, weil es so richtig ist und das bei mir nur so gezogen wird. Ja, das kann sein. Ich gehe einfach mal auf neues Spiel. Und falls ihr ein bisschen verschnupft klingt, das tut mir leid. Ich habe Heuschnupfen und es geht einfach nicht. Wir nehmen einfach mal das. Wir nehmen Mittel, ja. Es war einmal in einem weit entfernten Land... Am Rande des Upsala. Nahe der Astralakademie führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Ja, ist okay, ist okay. Ist okay, wir machen statt. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Ah, okay, das tat bestimmt weh. Aber das stört mich nur wenig. Okay, man sieht, dass das Spiel schon ein bisschen älter sein muss. Ah, okay. Ich kann einen Enterhaken machen. Und dann kann ich... Aha, okay. Das ist ja cool. Ui. Und nun? Und nun muss ich da hoch. Oh, das ist doch anstrengend. Es tut doch weh. Aber ich hab's geschafft. Was das Ziel von dem Spiel ist, weiß ich jetzt leider nicht, aber egal. Als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Ja, geil. Erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins unbeschadet einzutreten. Cool, ich kann die Truhe öffnen. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Cool. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen. Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Süß. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und das macht man aber nicht. Zweiwöchigen Schlaf. Warte mal, das kann ich doch bestimmt hier hinstellen. Dann kann ich da drauf. Schade. Das wäre echt lustig gewesen, wenn ich das hätte machen können. Aber ich kann ja auch so machen. Und nee, dann muss das wohl noch ein kleines Stück hierher. Und dann kann ich da drauf. Und dann kann ich da oben hin und kann mir den Trank snacken. Ich hätte es auch einfach so machen können. Lol. Naja, ich gehe mal weiter. Mal gucken, ob das Spiel noch irgendwas Gutes bietet. Also bis jetzt finde ich es noch nicht so cool, aber kann ja noch kommen. Muss ich mir da Kisten mitnehmen? Zeichne eine Kiste. Das ist ja auch cool. Okay, das ist echt cool. Außer ich bin jetzt zu langsam. Nee, bin ich nicht.
Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahezukommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Oh nein, jetzt treffen die aufeinander. Warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Warum denn nicht? Deine Mutter? Gar nicht. Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was oh nein. Für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Cool. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Wer denn? Am anderen Ende der nicht noch einer. Hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, das ist ja nett. Er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Okay. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Okay. Mache ich auch immer. Also wenn ich nichts zu tun habe, dann halte ich Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Immer. Das ist Holz. Ich würde mal sagen, die Decke stürzt ein. Aber ich bin mir nicht sicher. Das Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Tag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts nett. Könnte ihm den Weg versperren. Der oh nein! Näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Nein. Oh nein. Das sag ich doch. Gutes. Nein. Was verheißt nichts Gutes? Was verheißt nichts Gutes, Digga? Und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Oh nein, warum verschwinden die denn einfach? Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes über... Egal. Egal. Es ist ihre Schuld. Mimimi. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hat sie noch gar nicht. Von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein nein. Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der oh. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Leben zusammen. Aber sie... Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Wie kann ich jetzt... Mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät okay. zu unseren Gunsten nutzen können. Ah, so kann ich den Charakter wechseln. Ja, jetzt ist aber zu spät. Jetzt bin ich hier schon dahin gerannt. Nee, doch nicht. Dann kann ich ja hier noch eine Kiste hinstellen. Okay, das ist witzig. Das finde ich witzig. Und es gibt nicht viele Sachen, die ich witzig finde. Die machen mir keine Angst. En garde. En garde. Süß. Ah, okay. Töte mich nicht. Wo bin ich da nur reingeraten? Wir müssen nun nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen. Okay. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht. Und jetzt ganz schnell. Es ist nicht weit entfernt. Los! Jawohl. Weil ich halt ein kluger Dude bin. Ich bin ein richtig kluger Dude manchmal. So. Ey, ich bin richtig gut in dem Spiel. Ui, ich schlag euch alle zu Brei. Damit ihr tot seid. Oh, Leben. Kann ich mir das Ding nehmen? Nein, kann ich nicht. Gut, dann lass ich's. Ah.
Okay. Ich glaube, das tut weh. Ich glaube, das tut noch mehr weh. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich das so oft mache. Ha, Gay Butters. Geistige Eggs. Ah. Oh Mann, ich sterb hier noch. Wenn einer von mir stirbt, dann ist das hier aber vorbei. Das war keine Absicht. Oh, der ist tot und deswegen kann ich ihn nicht mehr benutzen. Ah, okay. Dann warte ich, bis ich komplett tot bin. Okay. Nein! Oh Mann. Ich wollte da durch. Okay. Okay. Jip, jip, jip. Ist die Kiste zu groß? Geht das über seine Vorstellungskraft? Ja, maximal so. Na geil. Ah, und das verbraucht alles hier seine Energie. Ah, ich kann nur eine maximal haben. Das ist ja kacke. Aber irgendwie auch lustig. Denn so kann ich das hier machen. Ah, cool. Ah, cool. Sagte ich schon. Ah, cool. Assassin's Creed. Ich kann überall rumhüpfen, wo ich will. Digga. Ui, das ist heiß. Heißer Scheißer. Heißer Scheißer. Ui, geil. Tut das hier weh? Kann ich das irgendwie auslösen? Mit dir vielleicht? Nein? Duck dich mal. Nein? Bist du zu blöd dafür? Hallo? Bam. Nein? Okay, dann halt nicht. Oh, ich bin so cool. Und verletzt worden. Okay, ein bisschen komme ich noch weiter. Ui, mein Trank. Ey, mein Trank. Danke. Dann war das eventuell jetzt dumm von mir. Aua. Ich würde sagen, das tut weh. Aua, das tut noch mehr weh. Aber so ist Dummheit halt. Dummheit tut weh. Nein, das sollte ich nicht hin. Ja, stirb Kartoffel. Danke. Boah, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, lass du mich bitte auch mal in Ruhe. Und... Nein, nein. Ah. Ha, Arschloch. Dumme Sau. Hier, man soll bestimmt gar nicht die ganze Zeit mit dem Magier rumrennen. Aber es macht halt am meisten Spaß, weil man kann's halt. Okay, dann brauche ich den Magier, um hier eine Truhe hinzustellen, um hoch genug springen zu können, was eigentlich nichts wirklich verändert hat. Cool. Nein, nein, nein. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das wehtut.
Naja, mit Schmerzen muss man klarkommen. Ja, komm, lass mich durch. Durch? Naja, ich würde dann mal sagen, das war eine schöne Folge Trash or Treasure mit einem relativ schönen Spiel. Also, naja, für euch ist es fast quadratisch, also ich schätze mal 4 zu 3. Und für mich ist es, naja, ganz schön breit gezogen. aber ich würde dann mal sagen, Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Und wie findet ihr das Spiel? Ich finde es eher so... nein, danke. Das muss nicht nochmal sein. Und... okay. Aber das muss nicht nochmal sein. Ich möchte das nicht unbedingt nochmal spielen. Und ich habe leider auch keinen Key für euch oder so, aber seid froh. Weil das hier will man nicht nochmal spielen. Oder selbst spielen. Oder Alter. Tut dem nicht so weh. Der hat dir nichts getan. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön fürs Zusehen. Und dann würde ich wohl sagen, ich bin tot. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao, Leute.